Hallo und herzlich willkommen bei Deadwings Gaming zu meinem allerersten Let's Play. Wir spielen Unravel. Ja, kurz dazu, warum ich mich für Unravel entschieden habe. Ich habe als kleiner Junge mit, ja, ich glaube 3 Jahren angefangen zu zocken. Es waren hauptsächlich Jump'n'Runs, es war Super Mario World auf dem Nintendo 4, nee, auf dem Super Nintendo damals, auf dem SNES. Ja, und damit habe ich gedacht, starte ich diesen Channel mit einem, ja, moderneren Jump'n'Run. Und so bin ich auf Unravel gestoßen. Ihr seht, ich kann fortfahren auswählen. Das liegt primär daran, dass ich schon einen Versuch gestartet habe. Aber wie Gott es so wollte, war mein Mikro nicht eingeschaltet. Also kleiner Anfängerfehler. Ist es an? Ja, sieht so aus. Das Mikro ist eingeschaltet. Wunderbar. Dann, ja, legen wir einfach mal los. Und damit ist Jani geboren. Jani, unser kleines Männchen aus Skarn. Das ist unser Hauptcharakter im Spiel. Wir bewegen uns von links nach rechts, wie in jedem klassischen Jump'n'Run. Man kann Aktionen machen wie springen oder mit R2 Dinge greifen, interagieren. Dazu später mehr. Kleiner Hinweis zu Beginn. Dieses Garnfigürchen Jani kann man sich auch selber basteln. Die Spieleentwickler haben dazu auf der Spieleseite eine kurze, knappe Videoanleitung zusammengestellt. Die könnt ihr euch ansehen, falls ihr Interesse habt, sowas zu basteln. Und ansonsten legen wir einfach mal los. So, hier haben wir so ein Bilderbuch, so eine Art Bilderbuch. Das können wir auch aufmachen. Es ist im Moment nicht befüllt, beziehungsweise alles schlecht lesbar. Aber man sieht es schon, da gehören Bilder rein. Und auf, ja, diesen Seiten gehört natürlich ein kurzer Text. So, dieses Buch werden wir nach und nach während des Spielverlaufes mit Inhalt füllen. Und dafür müssen wir die einzelnen Level im Spiel absolvieren. Also begeben wir uns mal in Richtung des ersten Levels. Runter vom Tisch. In das Nebenzimmer, hoch auf die Holzscheite. Und hier haben wir das erste Level, genannt Disteln und Gräser, in Form eines Bildes. Mit Viereck starten wir das Ganze. So. Was mir direkt aufgefallen ist, man sieht da eine ältere Dame oder Frau von hinten auf der Bank sitzen, der Rest der Familie verschwindet. Ich habe das gedanklich schon irgendwie im Zusammenhang mit der Eröffnungsszene gebracht. Die alte Frau, die Tränen in den Augen hat, sich die Bilder anschaut, gerade rückt. Das Ganze wirkt recht dramatisch, aber ich mag ja dramatische Handlungsstränge. Da bin ich gespannt, was inhaltlich auf uns zukommt. Man sieht sehr schön, Jani interagiert mit der Umgebung, er schaut Richtung des Schmetterlings, der da oben fliegt. Ist ganz nett gemacht. Allgemein ist alles ziemlich liebevoll gestaltet. Da hat er sich erschrocken vor dem Schmetterling. So. Und den hat er versucht zu fangen. auch nicht schlecht. Na, ansonsten laufen wir einfach mal hier entlang. So. Okay, es geht nicht weiter. Sieht so aus, als wäre das Garn zu Ende.
Wir kommen zum ersten Hindernis. Du brauchst mehr Garn. Halte R2 gedrückt, um das Lasso zu werfen. Gesagt, getan. So. Das ist angebracht. Halte R2 gedrückt und bewege dich nach links, um die Sonnenuhr herunterzuziehen. Ja, dann schmeißen wir das Ding doch mal um. Zack. Und dort ist ein bisschen Garn, was wir uns bestimmt krallen können. Jawohl. So sieht das aus. Damit haben wir dann mehr Reichweite. Schön. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Hm. Das ist klar. Ganz normal. Physische Grundlage. Halte Kreis gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Topf, Eimer. Hm. Kann man sich jetzt drüber streiten. Okay. Halte L2 gedrückt, um dein Garnende zu greifen. Der linke Stick dient zum Klettern. Also können wir an unserem eigenen Garn, wenn man solche Kanten hat, wieder zurückklettern. Also dementsprechend nach oben. Und wir springen über den Spalt. Ziehen uns den zweiten Eimer ein bisschen hier rüber, um den Abstand zu verringern. Klettern wieder hoch. Und rüber geht's. Halte R2 gedrückt, um das Lasso zu werfen. Gut, da oben können wir uns festmachen. Und dann können wir hier so rüberhangeln. Und mit X springen wir natürlich ab. Wer hätte das gedacht? Einmal, zweimal und wir sind drüben. So, im Hintergrund seht ihr so ein durchsichtiges Bild erscheinen. Ich vermute, und das ist nur meine Vermutung, dass es sich dabei um Erinnerungen oder ähnliches handelt. Jani sammelt diese unterwegs ein. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Ihr seht glitzernde Ranken, Efeu, was auch immer das darstellen soll, oder Blätter von dem Busch im Hintergrund. Drücke X, um zu springen, und R2, um das Lasso in der Luft zu werfen. Ja, der Punkt da oben ist ein bisschen hoch, ne? Der Enterpunkt oder wie auch immer ich das nennen möchte. Dann springen wir, drücken R2 und landen dort oben. Ist hier unten noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Nun gut, dann geht's halt nach oben weiter. So, und rüber. Ah, noch mehr Garn für mich. Das heißt, ich kann mich fortbewegen. Bin aber praktisch immer an diesen Garnenden hier angeknotet. So, einmal rüber. Diesen. Gibt's hier unten irgendwas Nennenswertes? Apfel, den man rumschieben kann? Okay, nett. Da war ein Loch. Hm. Na gut. Nichts. Dann klettern wir wieder nach oben. Und folgen dem Weg über den Baum. Drücke Viereck, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Okay, wir haben hier links und rechts einen Punkt. Wenn wir hier einmal Viereck drücken, knotet Jani das ein Stück seines Garns dort fest. Und am zweiten Punkt Viereck drücken, haben wir eine Garnbrücke gebaut. Die Garnbrücke als Katapult. Um dich zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen und anschließend losgelassen werden. Bogenprinzip praktisch. Jawohl. Um die Sprungkraft zu verstärken. So. Es sieht fast so aus, als könnte man hier das gleiche noch einmal machen. So. Das haben wir auch schon. So, was ist, gibt's hier unten irgendwas zu finden? Ein Distel. Okay, die kann man abreißen. Dort ist ein Collectible, eine Art Blüte aus Garn. Ja, man kann in jedem dieser Level Gegenstände zum Sammeln finden, wie diese Garnblüten. Werden im Spiel Geheimnisse genannt. So, zurück hoch auf den Ast. Das Ganze wieder spannen wie ein Bogen. Oh, da waren die Äpfel im Weg. Ich hoffe, das gibt keinen Kopfschmerzen. Erinnerst du dich an dein Lasso? Halte R2 gedrückt und der linke Stick lässt dich nach oben klettern. Machen wir das einmal. Dann kann man hier sicherlich... Du kannst beim Klettern Knoten binden. Drücke Viereck, um dein Garn anzubringen. Das habe ich mir gedacht. Ein Ende festmachen. Und an den zweiten Punkt nach oben das zweite Ende befestigen. So, rauf da. Wieder unser schönes Trampolin-Prinzip. Ein bisschen, ja.
Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und X gedrückt werden. Ah, okay. Das funktioniert. Halte L2 gedrückt, der linke Stick lässt dich dann sicher an deinem Garnende runterklettern. Okay, wir schauen nach oben. Unten. Unten. Drücken X und halten L2. In dem Fall klettern wir dann, statt zu fallen. Ich weiß gar nicht, ob es Fallschaden gibt, aber ich war jetzt auch nicht erpicht drauf, das auszuprobieren. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal. Und seilen uns ab. Siehst du den Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später zu diesem Level zurückkehrst. Okay, das werden klassische Kontrollpunkte sein, wenn man stirbt oder ähnliches, dass man wieder dort spawnt. So, hier kann man anscheinend wieder eine Garnbrücke bauen. Sagt getan, und da fällt ein Apfel runter. So, hier ist eine Kuhle mit Wasser. Ich weiß gar nicht, macht Wasser was? Anscheinend nicht. Okay, da oben kann ich dran ziehen. Das wird ein Ventil sein. Ach, okay. Jetzt füllt sich das Loch. Das dauert wohl einen kleinen Moment. Also Garn saugt sich für gewöhnlich voll, wenn er nass wird. Ich meine, tja. Probieren wir es aus. Einfach mal. Komm ich so darüber? Ja, anscheinend nicht, okay. Also Wasser ist böse. Aber ich habe schon eine Idee, jetzt wo ich das gerade sehe. Da lag ja ein Apfel in der Grube. Wir könnten doch rein theoretisch ein paar mehr Äpfel hätten. Auf 4 zusätzlich anscheinend kann er die schieben. Ja, das sieht gut aus. Okay. Mit mehr Äpfeln können wir dann über die Äpfel auf die andere Seite gelangen. So. Verteilen wir die noch ein bisschen. So. Genau, das sollte eigentlich passen. Ich ziehe den Hebel und verschwinde mal kurz hier. Dann lassen wir das Ganze einmal volllaufen. Und dann werde ich bestimmt darüber kommen. Ich habe bestimmt schon ein Collectible eines der Fundgegenstände verpasst. Mir aber nicht sicher. So, das genügt vollkommen. Und zack, wir sind drüben. Falls du stecken bleibst, halte Steuerkreuz nach unten gedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es Orte oder dass es Situationen gibt, wo man es einfach verbocken kann, ne? Wenn man irgendwas versehentlich runterwirft, was man noch braucht oder ähnliches, irgendwas unwiderrufliches, so springt man wahrscheinlich zum letzten, ups, da war ein Vogel, zum letzten Kontrollpunkt zurück. Hoch geht es auf die Veranda. Okay, da ist eine Distel. Da unten ist Garn, dann ziehe ich mal an der Distel, um meinen Garn zu verlängern. Hier drüben weiter. Ah, da ist ein Sammelgegenstand. Seht ihr. Aber hier scheine ich nicht weiterzukommen. Das heißt, hier vielleicht über die Sonne, Sonnenblume. Ja, das geht tatsächlich. Oder auch nicht. Hm. Moment, ich habe da gerade was gesehen. Also, wenn ich doch diesen Hebel greife, könnte ich... Aha. Ah, ich komme oben auf den Blumenkasten. Oder auch nicht. Direkt mal wieder hochklettern hier. Warum komme ich da denn nicht hoch? Brauche ich mehr Anlauf?
Wo hängt denn mein Garnende fest? Mein Garn ist zu Ende, deswegen komme ich da nicht rüber. Ich kann nicht weit genug springen. Um die Sonnenblume gewickelt. Na toll. Und nochmal rum. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ja, sehr schön. Dann lassen wir die Blumenkästen halt aus. Da gibt's mehr Garn. Das wäre fast eine dieser unwiderruflichen Situationen geworden, wo ich wahrscheinlich Steuerkreuzer unten hätte benutzen müssen. Okay. Ein Fahrrad. Kann man damit fahren? Na, es bewegt sich so gar nicht. Aber hier ist ein Punkt zum Greifen. Ah, okay, ich kann es mitnehmen. Ach, ich sehe schon. Okay. Wir werden das Fahrrad brauchen, um oben an den... an die Türöffner zu kommen. Genau das. Jetzt fahre ich doch. Ich hoffe, mein Garn geht mir jetzt nicht aus. Nicht, dass ich da hinten weggezogen werde. Okay, Gesicht vor Stein. Sehr schön. Mehr Garn haben wir hier. Das passt. War hier irgendwas auf dem Weg? Kann man hier zurücklaufen? Nichts? Gar nichts. Okay. Der Weg war umsonst. So, was gibt's hier unten? Ein Collectible auf der anderen Seite. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Ich habe schon eine Idee, wie ich da dran komme. Und zwar gibt's da oben diesen einen Punkt. Hier. Da muss ich doch sicherlich... Ah, die Idee war schon mal gut. Hat nur nicht ganz gereicht. Noch einmal das Ganze. Ein bisschen mehr Garn brauchen wir schon, damit man mehr Schwung hat. Mehr Garn, mehr Schwung. Und genau da rein. Das sieht doch schon schön aus. So. Und jetzt sah es fast so aus, als könnte ich hier genau weiter hoch. Dann gibt es hier oben noch einen Punkt. Und hier noch ein Punkt. Zack, das hat gereicht. Sehr schön. Okay, im Hintergrund sehen wir noch eine von diesen Erinnerungen. Ein Mädchen, das in einem Baumhaus spielt. Dieser Distel kann man ziehen. Okay, ich habe die Steine abgerissen. Wahrscheinlich war die da irgendwo verwurzelt. Ich habe schon immer meine Augen so ein bisschen nach oben gerichtet. Ups. Okay. Kein Thema. Meine Augen ein bisschen nach oben gerichtet, weil ich denke, ich übersehe irgendwelche Punkte zum Schwingen. So, das sieht nach Seilbrücke aus. Na gut, da oben komme ich nicht dran. Dafür wird wahrscheinlich dieser Holzblock gedacht sein. Nee, Moment mal. Kommt auch ohne diesen Block dran. Ich kann noch klettern. Ha. Da kann ich diesen nämlich mitnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würden wir den nochmal brauchen. Auf durch den Sandkasten. Okay, okay, ganz easy. Oh, da läuft ein Igel im Hintergrund. Ja, ich habe mir fast schon sowas gedacht. Also, wir werden bestimmt diesen Holzklotz als Gegengewicht brauchen. Lassen wir den mal da liegen. Ja, so kommen wir auf die andere Seite.
Aber was ich mich frage. Gibt's vielleicht hier auf der anderen Seite oben noch was? Ein Punkt im Baum oder sowas? Tatsächlich. Sehr schön. Na gut. Wie viel da war das jetzt? Ich meine, der dritte. So, mal darüber. Hier kann ich wieder schwingen. Na? Okay, kann man da überhaupt drauf? Ach so, okay, ich verstehe. Man kann mit der Schaukel schwingen. Ich habe diese Schaukeln übrigens als Kind geliebt, diese Reifenschaukeln. So. Ups. Okay. Das ist eine Art Gewächshaus. Es ist dunkel. nicht gruselig, aber düstere Atmosphäre. Die Musik hat sich geändert. Passt aber schön. So, jetzt kann ich hier nochmal eine Brücke errichten. Und ich sehe, hier drunter liegt auch nochmal so ein Klotz. Den werde ich bestimmt gleich irgendwo für brauchen. Okay. Ah, da ist noch ein dritter Punkt. Ach, ich habe schon eine Ahnung. Man kommt hier ohne nicht hoch. Okay. Na komm. Nix in der Arme oder was, Mr. Garn? Wow. Fast abgestürzt. So. Das sieht aber links so aus, als könnte man da noch... Jawohl. Noch eins dieser schönen Collectibles erwischt. Und jetzt? Okay, Gießkannenkatapult ab. Nach draußen in den Laubhaufen. Also, liebe Kinder, nicht mit Garn spielen, das ist gefährlich. Was hängt denn da? Eine Garnblume an der Schaufel. Okay, ich kann nicht steuern. Was zum Einsammeln? Okay, scheint das Ende des ersten Levels gewesen zu sein. Was macht er jetzt damit? Genau, steckt es an. Und normalerweise müssten... Genau, die Erinnerungen in das Bilderbuch übergehen, in das Fotoalbum. Und damit einen Teil der Geschichte ausfüllen. So, das sehen wir uns direkt einmal an. Disteln und Gräser. Wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Jetzt ist das Ganze auch mit Bildern gefüllt. Ein Junge und Mädchen, die auf das Haus zugehen. Am Haus spielen. Durch die Bäume klettern. Baumhaus. Moment mal. Also, so wie das aussieht, waren das alles Orte, wo ich jetzt mit dem Jani gewesen bin, mit meinem Charakter. Ja, da finde ich auch die Sonnenblumen wieder. Die Reifenschaukel. Und das Gewächshaus vom Ende des Levels. Ah, okay. Und da müsste das zweite Kapitel beginnen. Also gehe ich mal davon aus, dass wir pro Level immer ein Kapitel des Bilderbuchs zusammen haben und am Ende dann eine komplette Geschichte und dann auch wissen, warum die Frau am Anfang so traurig wäre. Das hat man sich aber schön überlegt, ja. Gut, ich bin neugierig. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, passend zum Ende des ersten Levels. Ich bedanke mich, dass ihr mich begleitet habt und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Lasst uns doch zusammen dieses Bilderbuch vervollständigen und die Geschichte aufdecken, die dahinter steht. Drückt abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal, euer Deadwings und haut rein.